Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen. Bin mal echt gespannt. Wollen wir mal gucken. Ja. So, halt, das ist ja noch das erste, die erste Phase. Naja, egal. Ich muss halt die erste Phase auch nochmal an. Und bam, bam, bam. Guck erstmal, dass ich es in die zweite Phase schaffe, ne? Oh fuck, mein Controller ist bald leer. What? Up. Geschafft. Ja, schmeißt halt einfach mal diese hochexplosive, instabile Materiekugel durch die Gegend. Trotteliger Idiot. Und die ist natürlich nicht explodiert. Voll gemein. Laugh while you can, Megatron. But I will laugh last. They have gone through the space bridge. After them. Yay. Menaces Ionenschwert, Frostraketen, Kampfschneider, Blitzhandschuhe, Schockgranatwerfer, Stahlschwert, Stahlhammer, Blitzhandschuhe, doppelte Malschwert,
läuft. Gucken wir nochmal. Ne, viel schlechter. Ready, ready, ready. Megatron must be stopped. What are we waiting? All right. So mit 23. My services up. Let's go. Me Grimlock bite it till it work. Oh yeah. Stahlschwert. 22. Follow me. What are we waiting? Let's go. If I adjust the ectrosphere modulator like so, that should deflect the ensuing ionization's flow so that. So, jetzt ein bisschen Synthese. Erhöht Chance, von den Nil zu schlagen. Erhöht Waffenenergie, Erholung. Ja, ja. Frostraketen. So. Defekt. So. Der ist schon in seinem Max-Schraubenschlüssel. Oh,
1000 Schaden, ey. Bruder. So, können wir was kaufen? Kaufen. Wo sind wir denn jetzt? Und da haben wir ihn endlich erledigt. Sorry, haben nur kurz das Fenster mal ein bisschen geschlossen. Nachbar auch gerade draußen im Garten, nicht, dass ich ihn nerven mit meinem Let's Play. Mit meinem Gelaber vor allem. Kennt ihr ja das Problem. Ja. Ach nö. Alter. Thank you.
aus dem Himmel geholt und da fliegt er. Bam aufs Maul. Aber richtig derbe. So, rückt ihr in Cybertron vor. Na dann. Ab geht die Luzi. Hier ist doch irgendwas. Ein Geheimobjekt, yay. Die Mauern scheinen nicht zu funktionieren. Irgendetwas hat das System gestört und verursacht Interferenzen aller Art und jeglichen Ausmaßes. Die Störungsursache ist aktuell nicht bekannt. Daten nicht ausreichend. Shockwave. Welcome to Cybertron. Shockwave, plasma energy is uncontrollable. Hey, watch the paint. What? We will control the plasma energy. Okay. Was denn das? Aha. And once we do, the plasma core will save Cybertron, not doom. Ha! Shockwave erledigt. Warum ich auf einmal so oft zum Fokus machen konnte, weiß ich zwar nicht, aber. Do you bad guys ever realize how insane your plans are? It was Nova Prime himself who recognized the need to cyberform populated worlds. Decepticon lies. Once the cyberforming starts, I don't know how we can stop it. We can't just give up. That thought never occurred to me, Bumblebee. Soundwave, bring the plasma core online. Constructicons, is the Ferrotaxis fully operational? Operational and already doing its work. Excellent. In less than one Earth day, there will be no more Earth days. Oh, Kapitel 5 abgeschlossen. Yay! Shockwave Blaster. Das ist der Kacke. Ready, ready, ready. All right.
My service, follow me. What are we waiting for? Yeah. Let's go. If I adjust the ectrosphere modulator like so, that should deflect the ensuing ionization's flow so that. Ja gut, wenn sein Blaster halt so scheiße ist, dann ist er halt so scheiße. Erhöht Chance für, ja, erhöht Abwurffeuchtigkeit einer Waffen. Overdrive erhöht sich um 4% mehr pro Angriff. Das hört sich doch gut an. So. Nahkampf habe ich, glaube ich, doch Kampf weiter. Ach ja, da kann ich ja nichts mehr aufstufen. Das sind ja schon alle Max. Ja. Mach ich die Fernkampfwaffen halt weiter. Zack. Zack. Und zack. So. So, ja gut, dann würde ich mal sagen, wir machen an dieser Stelle mit der Folge Schluss. Wenn sie euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.